Die Insektensaison ist gerade in vollem Gange. Gibt es eventuell da so eine Gattung, mit der Sie im Sommer Probleme haben oder vielleicht wo Phobien vorhanden sind? Ja, bei mir sind es eindeutig die Spinnen. Also vor Spinnen habe ich Schiss und das muss auch wirklich nicht sein, wenn da sowas umherkreucht und fleucht. Nein, das ist nicht meins. Und ansonsten Mücken. Mücken ist unangenehm, wenn die um einen rumschwirren, wenn man schläft nachts und hat sowas im Zimmer, kann die Nacht schon mal schlaflos werden. Ich finde auch einfach nur Mücken sehr unangenehm. Weil jetzt auch gerade für die Kleinen, die können sich nicht wehren, die kratzen sich alles auf, ne? Also das ist nicht besonders schön, aber Spinnen mache ich selber weg, alles gut. Ja, bei den Bienen oder Wespen passt man schon ein bisschen auf, ne? Und die Mücken sind sehr unangenehm, aber das ist eben jetzt die Zeit, da muss man durch, ne? Das ist nun mal nicht anders, das gehört dazu. Mücken vor allem, ja, die machen sich nicht jetzt so schön, vor allem jetzt, wo wir viel auch in Campingurlaub fahren, ja, ist das dann immer ein bisschen anstrengend und... Die herkömmlichen Insektensprays, die helfen auch nicht mehr so wirklich. Also mal gucken, was jetzt kommt den Sommer über. Ich mag Spinnen nicht. Also, ja. Gab es da schon mal ein einschneidendes Erlebnis? Nee, eigentlich nicht. Aber, wie soll ich das sagen? Ich habe damals sehr, sehr große Angst vor Spinnen gehabt. Ja. Jetzt ist das schon wieder ein bisschen runtergegangen. Und ich habe sogar letztens so eine fette Spinne auf die Hand genommen und habe meine Angst überwunden. Also so schlimm ist das jetzt nicht mehr. Mücken finde ich ganz schlimm. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei uns am See, wir wohnen direkt am See und da sind so viele Mücken. Das ist ganz schlimm. Also die kommen 20 Mücken in der Nacht. Ich hasse diese Viecher. Wir haben das Problem mit den Maulwurfsgrillen. Ganz schlimm. Maulwurfsgrillen. Was machen die? Die buddeln überall und fressen halt an. Wespen sind nicht so gut. Wenn man da so einen richtigen Stich hat, dann hat man einen Stich. Sag ich mal ganz lustig. Ja, ich würde sagen Wespen. Ich habe Insekten zwar nicht gerne, aber ich vertreibe sie auch nicht. Weil Insekten sind doch nützlich. Also von der Warte her halte ich nichts davon, dass man die bekämpft oder vertreibt. Okay, vielen Dank.